Was damals im Honeymoon-Hotel passiert ist? Ich glaube, mich zu erinnern. Das muss so vor 15, 20 Jahren gewesen sein. Die Geschichte ging durchs ganze Land. Soviel ich weiß, fing die Sache so an. Es war ein gottverdammter heißer Tag. Ein Sonntag, glaube ich. Die beiden saßen fest, hatten keinen Ausweg mehr. Keinen Ausweg mehr. Billy? Ich liebe dich. Ich weiß. Vorstellen. Das ist Rose, ich habe viel von dir gehört, mein Kind. Hübsches Ding. Deine Mutter wäre... Hier kommen gleich die Tränen. Fangen Sie endlich an, Pater. Liebe Freunde, liebe Hochzeitsgäste, liebe Familie und Bekannte, wir haben uns hier so zahlreich versammelt. Mhm. Das geht auch ein bisschen schneller. Hey, Arschloch, lass den Mann einfach machen, klar? Als Maulschlampe. Fick dich, du Schwein. Oh, 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 oh. Komm schon, Billy, komm schon! Denken noch! Als Willow, Pablo! Klein ab, Billy! Bleib auf, klein ab! Denken noch, Billy! Denken noch! Keine Dummheit, Billy! Nur zu, kannst kaum erwarten, Billy, komm schon! Jesus, Maria und Josef! Ihr solltet alle die Waffen unternehmen. Auf keinen Fall. Seht ihr nicht, dass sie sich längst ergeben haben? Warum schenkt ihr ihnen nicht diesen einen Traum? Das ist schon kurz genug. Es wird euch nicht umbringen, mein Sohn. Naja, und ehe du dich versiehst, hast du keine Tinte mehr im Füller. Und stehst da wie Jesus am Karfreitag. Verstehst du das, Billy? Das ist der Sinn des Lebens. Deswegen stehen die Menschen jeden Morgen auf. Wie sieht's aus? Einlagebericht, bitte. Wir sind auf Position, Jack. Also, dass ihr am Arsch seid, ist euch doch klar.
Ihr seid euch also völlig im Klaren, dass ihr am Arsch seid. Die Leute werden sagen, was ist mit Billy? Den sieht man gar nicht mehr. Weil er tot ist. Du hast nur eine Geisel, Billy. Das heißt, du hast... Genau einen Wunsch frei. Was darf es sein? Ein Fluchtfahrzeug? Vielleicht ein Cabriolet, mit dem ihr Richtung Sonnenuntergang fahren könnt. Du hast 2 Minuten. Billy, wie geht's jetzt weiter? Wir gehen einfach raus und ballern. Und wie stehen unsere Chancen? 50-50, Baby. 50, wir gehen drauf. 50, wir gehen drauf und nehmen so viele von den Schweineköpfen mit, wie wir können. Sagst du, dass du mich liebst? Was? Ja, du sagst das nie. Ich will das einmal hören. Baby, was quatschst du da? Ich sag's andauernd. Nein, tust du nicht. Du sagst Sachen wie, ich weiß, ich auch. Verdammt nochmal, Billy, wir gehen gleich drauf und du sagst 50-50, Baby, sag es. Ich liebe dich. Du bist ein Arschloch. Ach, komm schon, ich sag's dir nochmal, wenn wir da oben sind, ja? Hey, du Pisser. Was war das? Baby. Komm schon. Ich hoffe, die scheiß Geisel ist okay. Ich bin okay. Bitte. Kann ich ein Paket Zucker haben? Zucker? Was liest denn da? Horoskope. Was bist denn für ein Sternzeichen, Jungfrau? Jungfrauen sind kompliziert. Ich kannte mal eine Jungfrau, die erinnert mich an dich. War auch kompliziert. Jetzt hör mal zu, du Pisser. Du wolltest Zucker, du hast Zucker bekommen. Was interessiert dich, was ich lese oder was mein verficktes Sternzeichen ist? Was bist du, ein Bulle? Ich hasse Bullen. Billy, Bankräuber, Steinbock. Bullen hasse ich auch. Rose. Wie lebt man so als Bankräuber? Naja, man fühlt sich frei. Stehst du auf Freiheit, Rose? Vielleicht.
hoch stehen denn die Chancen, dass man erwischt wird? Ziemlich hoch. Hört sich riskant an. Sonst macht's keinen Spaß. Und wenn wir in der Hölle landen? Leute wie wir landen nicht in der Hölle. Das betrifft andere. Hey Romeo. Ihn zum Beispiel. Hast du einen letzten Wunsch oder was? Oder ergibst du dich oder was? Baby. Bring mich zum Lachen. Jack! Ja, Billy. Ja, schieß los. Billy. Hol Pater Toni her. Der soll die Bibel mitbringen. Und die Ringe nicht vergessen. Also, ich hörte Jack. Und dann nur noch einen Haufen Scheiße, Billy. Du hast schon richtig gehört. Wir schmeißen eine kleine Hochzeitsparty. Ach so. Ja, weißt du, Billy, das ist eine wirklich, wirklich romantische Idee, aber ich sehe das nicht passieren. Die Geisel, Jack. Das kriegst du schon hin. Stürm den Laden. Scheiß auf die Geisel, stürm den Laden. Jack, el alcalde. Scheiß auf den Fettsack. Pero si la cagamos, vamos a patrullar. Dann schlag was vor, Hernandez. Simplemente. Le cagamos al padre Tony. Dejamos a los locos se casen, recasamos al padre y su casa, y por fin les enviamos a la diablo. Okay, Billy. Du bekommst deine Party. Und ein Strumpfband. Und ein Strumpfband! Strumpfband. Halt mal kurz. Gut. Jetzt dreht euch zueinander. Willst du William J. Hoffmann, die hier anwesende Rosaline Seidelbaum, zu deiner Frau nehmen, sie lieben und ehren, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet, so antworte mit Ja. Ja. Willst du Rosaline Seidelbaum, den hier anwesenden William J. Hoffmann, zu deinem Mann nehmen, in Lieben und Ehren, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet. So antworte mit Ja. Ja. Billy, mein Junge, bevor du die Braut küssen darfst, ist es Zeit für die Ringe. Thank you.
Gib ihm den Rest, Baby. Die Geschichte gelaufen. Ein Mann namens Musa hat mal gesagt, Gott liebt verrückte Menschen, sonst würde es nicht so viele von ihnen geben. Noch einen, Hank. Tony, du kriegst keinen Schluck mehr. Du übertreibst schon wieder. Die Geschichte war doch ganz anders, Mann. Ach, halt doch die Fresse, Hank. Warst du dabei? Es gibt immer einen Ausweg, Leute.